Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Das Lied Erika geht eigentlich zurück auf einen Hund, beziehungsweise eine Hündin, die Wespen gejagt hatte. Bienen spielten gar keine Rolle. Ursprünglich ging es auch gar nicht um das Heidekraut Erika, sondern um Thymian. Das Lied beruht auf einer Verwechslung. In einem Interview von 1940, ungefähr ein Jahr bevor der Erika-Komponist von Adolf Hitler zum Professor ernannt wurde, ging es neben der Uraufführung des Engellandliedes, das während des Zweiten Weltkriegs propagandistisch für den Angriff auf Großbritannien eingesetzt wurde, und anderen Liedern auch um Erika. Der Komponist erzählt eine heitere Anekdote über die Entstehungsgeschichte des 1938 entstandenen Liedes, das sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut. Gestatten Sie, dass ich vorstelle, Dina, meine westfälische Wachtelhündin Erika sozusagen. Im Sommer 1938 gehe ich wieder einmal mit Dina meines Weges, als die Hündin plötzlich ein Wespennest aufstöbert. Da blitzt mir auf dem Boden eine violette Blume entgegen. Heideblume, Erika, denke ich, und pflücke mir einen kleinen Strauß. Und so ist das Erika-Lied entstanden? Ja. Aber die Geschichte hat noch ein Nachspiel. Wie ich am nächsten Tag dem Gärtner meinen Erika-Fund zeige, lacht er dröhnend los. Nee, Menschenskind, das ist keine Heideblume, hier blüht auch keine Erika. Das ist Thymian, Thymian, verstehen Sie? Ich habe mich damals meiner botanischen Kenntnisse gehörig geschämt. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Schreibt es mir gerne dort unten in die Kommentare. Was denkt ihr zu dem Thema? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.